Herr Wright? Hm? Ab morgen werde ich 110, nein, 210% geben. Stell dir mal vor, das wäre nach der ersten, nach dem ersten Stück der Textbox schon abgebrochen. Morgen werde ich 110. Ich habe das echt erst so gelesen. Ich habe mich sehr gut gehalten. Ja, du siehst immer noch so aus wie 100 Jahre jünger. Ich bin ja auch nicht mehr das Original. Ich bin Luke 2. Genau. Warte mal, ist das das? Nein. Och man, das ist doof, wenn ich so lange nicht mehr auf meine Sounds gedrückt habe, dass ich gar nicht mehr weiß. Hatten wir überhaupt Luke 2 in der Soundbank drin? Ich weiß es echt nicht mehr. Keine Ahnung. Aha. Wir haben auf jeden Fall das. Was war das? Das war. Ah. Muss ich dir das bei jedem jetzt sagen? Ja, mit Lachen. Oh Mann. Na. Kann ich da nicht irgendwas machen? Ah, so Soundeinspieler, also wenn ich, je nachdem, was ich drücke, kannst du das kurz sehen irgendwie in so einer. Das könnte ich vielleicht, da könnte ich was programmieren, dass du dann in dem Stück, wo in der Aufnahme dann dein Gesicht zu sehen sein wird, dass dort dann immer eingeblendet wird, welcher Sound gerade kommt. Von mir aus? Okay, also. Du kannst natürlich die Box auch einfach da hinschieben. Nee, bringt ja nichts. Ich drücke ja auf die Tastatur und da wird es nicht angezeigt. Ja, ja. Naja, gut, also auf jeden Fall. Was? Nee. Wieso das denn plötzlich? Was komisch ist, ich sehe den Ellenbogen von Phoenix links von deinem Kopf noch. Oder den Oberarm. Ja, das ist richtig, das ist weil. Phoenix. Nee, das gehört zu dem, was unter meinem Kopf ist. Weißt du, weil da drüber ist ja der obere Bildschirm. Ja, ach so. Ah. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, wieso das denn plötzlich? Weil ich mir nicht die Mühe mache, das extra abzuschneiden. Ich möchte Ihnen nur helfen, auf der richtigen Spur zu bleiben, Herr Wright. Luke. Phoenix. Luke. Phoenix. Das ist so ehrlich. Das wird noch ein Running Gag, glaube ich. Da muss man nicht mal was sagen. Ich bin sicher, mit Sophie und mir an ihrer Seite können sie alles bewältigen, was man uns in den Weg legt. Oh. Aber Maya ist nicht mal mit dabei und das ist schon traurig. Ach ja, es stimmt, Sophie ist ja jemand ganz anderes. Ja, Maya, wenn Maya jetzt noch leben würde, würde sie bestimmt weinen, deswegen. Nein, sie würde sagen, hey, Nick! Ja, sie würde hey, Nick sagen. Hey, listen! Oh, ja, den spiele ich jetzt nicht ein, wir wollen ja mal weiterkommen. Also ich dachte, du hättest. Nein, ich hab einen neuen Sound eingespielt, bei dem Maya weint. Das ist einer von dem Anime-Fandub. Welcher Anime-Fandub? Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann! der Anime-Fandub von Ace Attorney. Sagt mir nix. Sagt dir nix, ja, genau. Du denkst dir jetzt bestimmt... Woher kommt das? Ja. Und es könnte sein, dass du vielleicht daran mitgearbeitet hast. Vielleicht auch nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, okay, auf jeden Fall Steine in den Weg oder so. Kein Rätsel kann jemals schwierig genug sein, um uns aufzuhalten. Nichts ist unmöglich. Haha! Ich versuche gerade deinen Mentor nachzumachen. Kein Rätsel ist zu schwierig, ja? Das klingt nach dem Luke, den ich kenne. Nach Luke 2. Haha! Das ist wohl richtig so, hm? Oder habe ich's falsch gesagt? Luke, du hast mir wirklich geholfen, mich wieder zu fangen. Nachdem ich weggeworfen wurde. Ja, denn für mich sind sie ja viel zu schwer.
Ich weiß jetzt, wieso du der Lehrling des Professors bist. Weil ich so gut Haha sagen kann. Genau. Und wie ich das bin. Nein, du bist nicht mehr der Lehrling des Professors. Denn der Professor ist... golden! Ja, er ist auch mein Goldstück. Geben wir unser Bestes, Luke, als Spitzenanwalt und Spitzenlehrling. Nein, diese Spitzensachen mag ich nicht. Ich dachte jetzt eher so, dass die so in aufreizenden Klamotten im Gerichtssaal auftreten. Ja, der Spitzenanwalt. Sie haben recht. Das wäre geklärt. Was hältst du davon, wenn wir versuchen, noch etwas zu schlafen? Moment, ich habe hier einen Sound. Yes, we can. So. Yes, we can. Oh Mann, das ist, dass ich das dann immer sagen muss für dich, das ist... Naja, macht nichts. Ist halt so erstmal. Ich bin absolut dafür. Gute Nacht, Herr Wright. Und wo schlafen Sie? Hey, das Bett ist groß genug für uns beide. Und Sophie. Und Sophie, ja. Gute Nacht, Luke. Die können sich ja übereinander stapeln. Wäre ich dafür. Ja, ich auch. Nächste Parade. Ach, wer waren die denn alle? Wer waren die denn? Na, also einer von denen war... Moment. Ach man, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Moment, einer von denen war... Nicht Laborchef Dr. Klink. Ach hier, Nee, hä? Ach so, warum ist das so? Ach so, ah, jetzt verstehe ich. Das sind die Initialen. Nein, einer von denen war... Jonathan Frakes. Jonathan Frakes. Und die andere war Gloria. Ja, das weiß ich auch. Wer von uns das war, du Depp? Die reden, keine Sorge, die reden. Achso, okay. In Ordnung, mein Herr, ich verstehe. Ich überlasse alles andere euch. Bitte, kümmert euch um Sophie. Oh. Ich muss sagen, wenn man jetzt nicht hört, wie er das sagt, kann man bestimmt denken, er meint was Böses damit. Da bin ich jetzt von ausgegangen. Nein, er hat das eher so, bitte... kümmert euch um Sophie. Und nicht so, bringt bitte kümmert euch. Nein, eben nicht so in diesem Ton. Ja. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Viele Schwierigkeiten überwinden, doch versteht, dass das Ende naht. Oh, das Ende naht. Für wen? Für Sophie? Ah, ich muss noch schnell Nicht-Schleichwerbung machen für etwas. Orba! Nee, ich hab nur Birba hier. Birba. Ja, Birba. Ah, hatten wir den überhaupt schon? Birba trinken. Was, Birba? Nein, ja. Nein. Nicht Birba. Birba. Birne-Banane? Ich dachte, du kommst jetzt noch mit dem, was wir einstudiert hatten, irgendwann ja, mal. Ja, das war vor Wochen. Was war das denn? Birba, Biber. Birba. Birba. Nee, ja, das ist einfach bloß wie Orba, bloß ohne Or und stattdessen mit Bir. Nicht mit Bier. Bierbar. So, mit Birne. Bierbar. Also Bier-Banane. Bananenbier, gibt's sowas nicht? Bananen. Aber ehrlich gesagt, nee, Birne-Banane. Finde ich ist sogar besser als Orba. Ich finde auch Mango-Banane gut. Also mit Banane geht eigentlich so ziemlich alles. Nur mit Mango geht zum Beispiel nicht alles. Ich finde Mango zum Beispiel alleine irgendwie so... Bleh. Aber mit Banane ist das lecker. Lass dich Ananas-Banane. Maba. Ananaba. Anaba. 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 Nice. Ey, wir finden gerade eine neue Bar-Reihe. Und immer macht man am Ende Bar. Bar. Erst macht es Oh und dann macht es Bar. Okay, Schwierigkeiten. Ja, genau. Das Ende naht. Gewiss. Also, als da gerade Hmpf kam, hat er einfach nur Hmpf gemacht. Jetzt wissen wir, wie Hmpf ausgesprochen wird.
Oder Grimpf. 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 Ja, das war doch bei irgendeinem laten Teil durch dieser Professor Tiger Chain. War das doch, oder? Nee, ja, nee, das, nee, der war Rätsel. Ach, stimmt. Die hier auch in dem Spiel vorkommt. Ein Grätsel, ja. Oder war das? Wurde ja von Grätsel. Den Gebrüdern Grimm geschrieben. Hänsel und Grätsel. Ja. Nee, was ich noch machen wollte, ich wollte keine Schleichwerbung machen für den neuen, einzigartigen Professor Layton in Gold-Amiibo. Hübsch. Ja, ne? Und den habe ich sogar noch in größerer Ausführung und mit vernünftig aussehendem Zeigefingerarm. Ach, warte mal, da habe ich gerade... Und die funktionieren sogar. Dank NFC-Tech-Technologie. Oh. Ja, cool. Selbst hergestellt. Ist leider in limitierter Auflage von... Einem. Zwei Stück, also in Hülle sind es zwei Stück. Eins davon ist an die Maya-Sprecherin aus dem Anime-Fandub gegangen. Und die hat sich so sehr darüber gefreut. Hier eine Originalaufnahme ihrer Reaktion. Das war die weinende Maya. Ich hab's vermutet. Okay, weiter im Text, glaube ich mal. Mhm. Ja. Die hat gerade, also die hat zwar drei Punkte, aber die hat Hümpf gemacht. Oder Hümpf. Die hat Hümpf gemacht. Hümpf ist ohne, drei Punkte, aber wenn Hümpf da steht, ist es Ja. Synchronsprecher ist schon, da muss man schon wirklich viel Detailwissen auch, gerade was so Abkürzungen und... So. Genau, genau. Also wenn jetzt immer drei Punkte irgendwo kommen, dann müssen wir dabei Hümpf sagen. Wenn Hümpf da steht, machen wir... Abscheu, den ich in euren Augen sehen kann, Inquisitorin Gloria. Dieses... Also wenn er arg macht, dann macht... Ist ja interessant mal. Und jetzt hier bei drei Punkten war es auf einmal nicht mehr Hümpf, sondern... Die hat irgendwie was von Bayonetta, bis auf die Hündchenohren. Das sind doch ihre Haare, die sie da als Kleidung anhat. Ich muss mich ausruhen. Also wirklich, was man so alles lernt. Über synchron sprechen. Was man. Welch Irrsinn in einem Mann. Wie passt nur so viel Irrsinn in so eine halbe Portion? Ihr werdet es früh genug sehen. Bald erlebt ihr den Beginn einer neuen Geschichte. Hm. Oh, das ist gerade interessant. Und ihr werdet den Preis zahlen für all eure Fehler. Beginn einer neuen Geschichte? Das ist übrigens gerade Randall. Hm. Also entweder ist das jetzt Will Crash oder es ist Inquisitor oder es ist Inquisitor Flamberg oder es ist jegliche andere Nebenrolle in diesem Spiel. Oh, wollten wir nicht mal, wie hieß der nochmal? Ilja Köster. Stimmt. Wir wollten den mal hier bei uns haben, damit er irgendwie fast alles spricht. Wir in diesem sitzen dann Let's nur Play. Noch da und schauen zu und machen eigentlich nur noch die Hauptrollen. Ja, genau. Und der Rest, alles andere kann er dann machen. Der Rest ist Ilja Köster, aka Randall, aka Flamberg. Der hat eine Band. Der hat eine Band gehabt, ja. Ich frag mich, ob wir den rankriegen. Der ist nämlich Berliner, so wie ich das verstanden habe. Der wohnt doch bei dir um die Ecke, hast du irgendwie gemeint, oder? Ja, um die Ecke. Naja, solange er in Berlin wohnt, ist alles um die Ecke. Auch wieder wahr. Ja. Hier wird ständig jemand um die Ecke gebracht. Also hier gibt's viele Ecken. Es geht schnell, ja. Ja, schlimm genug. Der Beginn einer neuen Geschichte. Ja, mal gucken. Ah, okay. Was sie wohl vorhaben mag. Ja, was die wohl vorhaben mag. Sag mir mal das. Ich weiß es nicht. Ach, wusstest du übrigens, dass deine Mama Magma mag?
Max, Mama, Mag, Magma. Mag, 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 Magma auch. Mag, Magma, Mag, 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 Mag. Also wenn Magma, Magma, Mag, Max, Mamas, Magma, 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 Mama. Wenn Magma, Magma, Mag, Mag, Max, Mama, Magma, dann auch. Oh Gott. Wenn hinter Magma, Magma, Magman, Magman, Magma, Magman hinterher. Mag, Magma, Mag, Magman, Mama, Mag, Mama, 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 Fritz. Übrigens, gerade dieses Mag, 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 du könntest glatt bei Yooka-Laylee mitsprechen. Oder in ungefähr jedem Disney-Pixar-Animationsfilm mit diesen dummen Figuren, die dann mal. Gibt's in jedem Film. Meins, 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 meins! Genau. Oh Gott. Mag, 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 mag! Ja, Grundhilda. Mag, 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 mag! Okay, was haben Sie wohl vor? Mag.